Heute kümmern wir uns um Applied Energistics. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Together mit Biber Butzelmann. Hallo. Ich sage euch eins vorweg, es wird ein heilloses Gecrafte werden, es wird Material rausfliegen ohne Ende. Wir kümmern uns heute nämlich um Applied Energistics. Ist noch nicht der heftigste Mod, den wir haben, damit können wir noch ganz gut umgehen. Haben wir das letzte Mal so gute Erfahrungen damit gesammelt, das wollten wir auf jeden Fall wieder haben. Gehen wir doch einfach mal in Medias Res und lassen uns mal die ersten Sachen bauen. Da haben wir eine Crafting Table. Jawohl. Wir brauchen natürlich dieses Cutting Knife. Das ist das hier. Da können wir jetzt natürlich unterschiedliche Rezepte wählen. Wir nehmen einfach mal den Zertusquarz und ein Eisen. Schwupp. Dann brauchen wir Silikon. Dafür brauchen wir Netherquarz-Dust oder Zertusquarz-Dust. Was habe ich denn mehr in der Tasche? Ja, nehmen wir mal so die Hälfte davon. Schmeißen wir einfach mal hier rein. Das kommt hinten raus. Das können wir ruhig so machen. Schwupp. Und schon läuft es durch. So, das erste, was wir uns natürlich machen müssen, ist ganz klar der ME-Controller. Der ME-Controller besteht aus Eisen. Und jetzt in der neuen Version Fluix Crystals und dem Advanced Prozessor. Schauen wir uns mal die Fluix Crystals an. Das ist Netherquarz, Zertusquarz und Redstone. Davon waren das insgesamt 4 Stück, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Dann machen wir uns einfach mal die 4 Stück. So, ME-Controller, da. Und dann wollen wir das da. 1, 2, 3, 4. Schwupp, die haben wir schon mal auf Tasche. Dann brauchen wir den Advanced Processor. Und das ist natürlich wieder so ein Ding. Redstone, Diamond, Redstone, Silikon. So. Silikon haben wir schon da. Okay. Also. Hupp, schwupp, schwupp. Ja, geht natürlich wieder nicht. Ja klar, geht's nicht. Ist ja logisch. Ich habe auch keine Diamanten auf Tasche. Ach ja. Dann nehmen wir uns mal 1, 2, 3, 4, 5. Ah, sind wir großzügig. Nehmen wir mal 8 Stück mit. Die gehen weg. Wie warme Semmeln. Bin ich mir ganz sicher. So. Advanced Processor. Schau. Ah, jetzt geht's. Ah, das Ding hat sich natürlich ein bisschen verbraucht, das Quarz Cutting Knife. Der Prozessor ist natürlich noch nicht ganz fertig. Den müssen wir hier mal in den Ofen stecken. So, ich hoffe, das geht mit dem auch. Ich glaube aber schon. Genau. Fertig ist er. Sehr schön. Da haben wir ihn. Und jetzt sollten wir uns doch schon unseren ME-Controller bauen können. Jawohl, unser ME-Controller ist fertig. Warum ist der ME-Controller so wichtig? Aus einem ganz simplen und einfachen Grund. Das ist das zentrale Stück, mit dem wir alles quasi zusammenhängen. Weißt du was? Schwupp, bitteschön. Bau doch mal auf. So. Dann kann ich mich nämlich hier schon mal um die nächsten Sachen kümmern. Natürlich brauchen wir unter anderem irgendwas, wo wir die ganzen Sachen reinstecken können. Reinstecken können, das klingt ganz verkehrt. Ist egal. Dafür brauchen wir 2 von diesen Basic-Prozessoren. Habe ich Gold? Nein, habe ich natürlich nicht. Ach Gottchen. Was man da nicht alles braucht. So, die Basic-Prozessoren. Da. Okay. Und davon haben wir gesagt, brauchen wir. Was fehlt mir? Was fehlt mir? Silikon, Redstone. Habe ich doch alles da? Hey.
Jetzt verwunde ich mich. Redstone, Gold, Redstone, Silikon. Redstone, Silikon, Gold. Okay. Dann haben wir eben jetzt zwei. Die zwei. Gib mir das Werkzeug wieder. Genau. Natürlich gleich wieder in den Ofen stecken. Dann brauchen wir Glas und eine Kiste. Eine ganz einfache Kiste. Schwupp. Eine Kiste. Und das soll es dann tatsächlich schon gewesen sein. Ich bin ja fasziniert, wenn das tatsächlich alles schon ist. So. Ich bin zwar Dank. Ich bin da guter Dinge. Jawohl, das ME Drive ist auch schon fertig. So, wo ist er denn? Da ist er. Wir schmeißen wir ihn mal wieder mit dem ME Drive. So. Und was das alles ist, werden wir uns ja nicht gleich. Plöpp, da hat er's. Und natürlich in das ME Drive müssen wir was reinstecken. Und zwar nehmen wir uns. Ich baue einfach schon mal auf, oder? Genau. 1K, 4K. Machen wir mal 1, 2, 4K Module, hätte ich gesagt, oder? Ja. Ja, sollte fürs Erste sein. Das letzte sein. Nee, sicherlich nicht. So, und dafür brauchen wir natürlich auch wieder jede Menge Geraffel. Wir brauchen. Ah, das schauen wir uns einfach mal hier an. Das 4K Modul. 1K, 16K, 64K. No, wo ist es denn? Da, 4K. So. Glas, Redstone, alles soweit kein Problem. Storage Segment. Wir brauchen einen Basic-Prozessor. Drei Storage Cells, die jeweils wieder aus einem Basic-Prozessor bestehen. Gut. Also brauchen wir insgesamt vier Basic-Prozessoren. Also, Crafting Table, vier Basic-Prozessoren. Gold. Ach, nicht das da. Das da dahin, das da dahin, das da dahin. Eins. 2, 3, 4. So. Hast du ein paar Kämmchen? Nein, soweit bin ich noch gar nicht. Okay. Nein, kommt gleich. Das kommt nicht mehr als nächstes. Erstmal hier die vier Prozessoren durchbrennen. Komische Geschichte. Das einfache ME-Cable ist das hier. Dazu brauchen wir den Fluix Dust und Glas. Fluix Dust, Nether Quartz, Cerus Quartz, Redstone. Crafting Table, Chuck, ach, das da hier, das da, was fehlt denn da schon wieder, was fehlt mir denn da schon wieder, Nether Quartz Dust, Zertus Quartz Dust, Zertus Quartz, das ist Netherrack Dust, ach Gottchen, falscher Dust, Nether Quartz Dust, Nether Quartz, Impulverizer, Nether Quartz im Pulverizer. Oh gut. Stecken wir es im Pulverizer. Wie viel nehmen wir denn da? Nehmen wir es mal 11. Ah, Nether Quartz Dust. Ja, stecken wir nochmal 8 dazu. Da müssen wir mit Sicherheit dann irgendwann nochmal in Nether gehen. Um uns noch ein bisschen mehr Netherquarz das zu besorgen. Wobei wir haben sogar noch in der Kiste komplette Blöcke, wenn ich mich recht entsinne, die wir demnächst durch eine andere Maschine durchjagen müssen, die ein bisschen mehr besseres Ausgabeergebnis hat. Das ist aber nichts für die Folge. Das dauert nämlich ein bisschen, bis wir das Ding zusammengebaut haben. Aber wir wollen ja uns jetzt hier erstmal mit Applied Energistics beschäftigen und nichts mit was anderem. So. Oh, ich habe Hunger. Da draußen. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ja, ein paar von unseren Steaks hier nochmal reinpfeifen. Hm. Okay. Ja, ich bin automatisch gefüttert worden. Sehr brav. Sehr brav. So, aber jetzt müssen wir doch hoffentlich alles beisammen haben, um das Standard-ME-Kabel zu bauen, indem wir das hier bauen.
1, 2, 3, 4, 5, 12 ergibt 2. 1, 2. Wie viel machen wir denn da? 18. 18 ist gut. So, und die da. Hier hin. Und oben Glas. Und unten Glas. So. 18 Kabel. Bitteschön. Oh, das Glas will ich wieder. Gib mir das Glas. Gut. Ganz ruhig, alter Mann. Ja, ich bin so aufgeregt. Das ist einer der umfangreichsten Mods, den wir so haben. So, jetzt müssen wir uns so ein Storage-Segment machen. Da. Dazu brauchen wir die Storage Cells. Davon brauchen wir 3. 1, 2, 3. Gut. Haben wir noch Platz im Inventar für alles? Anscheinend. Gut. Irgendwie ist mein Inventar schon wieder so voll gemüllt. So, dann brauchen wir die 4K Storage. Was ist das halt? Das da brauchen wir. Einmal. So, und jetzt nehmen wir uns das 4K Storage Element. Schwupp. Haha. Unser erstes 4K Storage Element. Wollen wir das vorher formatieren? Noch nicht. Okay. Du meinst, das ist dann was für die nächsten Folgen, ne? So. Ja. Und schon ist es grün. Supi. So, was können wir jetzt mit dem Ding machen momentan? Gar nichts. War klar. Weil das wäre ja alles ein Ja, ich kann mir angucken. Beobachten. Genau, ein schöner grüner Punkt im Drive. Natürlich brauchen wir da noch eine Kleinigkeit dazu. Wie alles andere auch nur immer Kleinigkeiten sind. Und zwar brauchen wir noch die... Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir müssen ja irgendwie auf die Sachen zugreifen, die es gibt im Applied Energy 6 Netzwerk. Entweder wir machen das mit einem ME Access Terminal. Das wäre sowas hier. Oh, hast du noch ein Kabel? Steht für mich übrig. Aber sicher doch. Ja, sehr schön. Ach Gottchen, so viel wollte ich eigentlich nicht haben. Aber ich nehme sie trotzdem. So, oder wir machen das gleich richtig und bauen uns den. Na, wo haben wir denn den Crafting Terminal? Dazu brauchen wir das Access Terminal. Also bauen wir uns das Access Terminal. Und dazu brauchen wir eine Conversion Matrix. Und eine Conversion Matrix besteht aus Fluix Dust und einem Basic Prozessor. Ein Basic Prozessor werden wir natürlich wieder bauen müssen. Gut. Also bauen wir uns mit einem Basic Prozessor. So. Langsam sollte man das Rezept auch auswendig können, wenn man Glück hat. Kommt sogar das Richtige dabei raus. Den Basic-Prozessor jagen wir gleich wieder durch den Ofen. Und warten darauf, dass er hier rauskommt. Jawohl, da ist er. So, und aus dem Basic-Prozessor. Ja, wo haben wir das Access-Terminal? Da. Müssen wir die Conversion-Matrix machen. Da fehlt uns wieder dieser Flux-Dust. Oder? Das war der Flux-Dust. Habe ich das richtig gelesen? Ja, natürlich. Den brauchen wir zweimal. Und jetzt ist das Inventar voll. Gut. Ich werde hier mal ganz kurz was ablegen müssen. So, schmeiß mir hier mal das und das da mal. Ach, die lassen wir mal da. Die Käbelsche und die Käbelsche können wir rausschmeißen. Und dann sollte das doch hoffentlich alles klappen. So, Flux, das haben wir. Zweimal. Dieser Quarz, den Rest sollte man noch auf Tasche haben. Ja, wir haben es. Super. So, und dann kommen wir auf das hier. Und wir haben unser Access Terminal. So, das können wir jetzt hier einfach anschließen und sehen, was in unserem Netzwerk ist. Das wäre eine Variante. Das machen wir einfach mal. So. Und dann sehen wir auch erstmal, was das alles ist. So. Falsche Position. Ja, ich werde es ja wieder abbauen. Ruhig bleiben. Wir sehen im Moment natürlich gar nichts. So, wenn ich jetzt hier den Cobblestone reinlege, ist der erstmal weg und wir sehen, dass wir nichts sehen, außer dass hier Cobblestone drin ist. Wir sehen aber hier
auf dem 4K Storage, dass schon die ersten Bytes von der Storage-Einheit, die wir da reingebaut haben, weg sind. Das ist quasi unser Cobblestone in digitaler Form. Jetzt sehen wir hier zusätzlich noch unten drunter den Punkt Types. Wir können also maximal 63 unterschiedliche Typen, sprich Items, unterschiedliche, in diesem Storage-Einheit speichern. Wenn wir jetzt weitere Sachen hineinlegen, je mehr unterschiedliche Sachen wir reinlegen, so rum sollte ich es vielleicht besser erklären, desto mehr Bytes verbrauchen wir. Wenn man nur eine Art von Sachen reintut, braucht man pro Teil, das man reinlegt, nicht so viel. Wir können es einfach mal probieren. Ob ich auch nur nicht nur Schmonzens rede oder so. Machen wir den hier mal voll. So. Wir haben festgestellt, 40 Bytes sind benutzt bei einem Typen. Dann nehmen wir das mal raus, ob das auch gleichmäßig ist. Es sind immer noch 40 Bytes. So, wenn ich jetzt zwei Sachen reinlege, mit 64 Stück, sind das 80 Bytes. So, und jetzt hoffe ich natürlich, dass sie nichts daran geändert haben, weil sonst erzähle ich natürlich hier wieder Schmonzens. So. Weil das wäre nämlich auch eine interessante Sache, wenn sie das geändert haben. So, jetzt sind 128 Teile von einem drin und es sind 48 Bytes belegt. Es stimmt immer noch. Sehr schön. Also im Endeffekt werden eine Anzahl von Bytes erstmal für das grundsätzliche Item verwendet und dann für jedes weitere Item werden nur noch weniger Bytes verwendet. Wenn man einen Typen, wie gerade eben gesehen, hier 128 Iron Ingots reinlegt, werden weniger Bytes verwendet, wie wenn man zwei Sachen A64 reinlegt. Insgesamt wären das ja auch 128, aber wir verbraten hier mehr Speicher auf dem Storage. Das heißt, das Storage sollte natürlich besser, wie in diesem Fall jetzt hier. Wir haben jetzt hier nur einen Typen drin mit 128 und belegen nur 48 Bytes. Das heißt, es geht mehr rein. Wir müssten jetzt vom Prinzip her das komplette Teil hier locker reinkriegen und es sind nur noch ein paar Bytes mehr belegt. So, was nützt uns diese Erkenntnis? Nix. Erstmal bis jetzt nichts, das ist richtig. Das heißt, es gibt noch eine Kleinigkeit, die man dazu noch machen kann. Das ist der sogenannte Preformatter. Der Preformatter sorgt dafür, dass nur spezielle Items auf eine Storage-Einheit kommen. Sollen wir den gleich mal bauen oder sollen wir es mal lassen? Klar. Bauen wir gleich, ne? Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Wir liegen noch gut in der Zeit, die nehmen wir doch mit. Das ist eine gute Sache, den sollten wir mal mitnehmen. So, jetzt muss ich bloß noch Pattern Encoder. Preformatter, da haben wir. Da brauchen wir wieder eine Conversion Matrix. Und da brauchen wir wieder Freakstust. Gut, gehen wir mal hier in die Workbench. Also. Da, Preformatter. Conversion Matrix. Freakstust. Schwupp. Zwei Stück. Hoffen wir mal, dass das reicht. So, und dann brauchen wir wieder den hier. Alt, wir brauchen einen Prozessor natürlich. Haha, den Prozessor brauchen wir. Da werden wir demnächst mal ein paar mehr noch produzieren müssen. Weil da kommt noch einiges hinzu. So. In die Kiste wollte ich es nicht legen. Ich wollte es da reinlegen zum Brennen. So, mach mal. Da haben wir. Sehr schön. So, und jetzt brauchen wir wieder. Ach, übrigens, ich habe eine Sache gerade noch gar nicht fertig gebaut. Machen wir auch gleich noch. So viel Zeit muss jetzt noch sein. So, den Preformatter. Conversion Matrix. Prozessor haben wir, den Rest müssen wir alles haben. Eine Conversion Matrix. Ich habe nämlich ganz vergessen, das Crafting Terminal noch weiter zu bauen. Naja, wird es ein bisschen länger, die Folge. Ist mir, glaube ich, keiner böse, deswegen. Okay, da fällt uns noch eine Crafting Table. Die ist ganz schwer zu bauen. Da wüsste ich gar nicht mehr, wie das geht. So. Das da hier. Den Preformatter. Und jetzt, bevor wir da noch weiter erzählen, holen wir uns nochmal ganz kurz den da hier. Weil den wollten wir eigentlich zu was anderem umbauen.
So, dazu brauchen wir wahrscheinlich noch mal eine Crafting Table, nehme ich an. So, wir wollten ja ein Crafting. Nicht die CX, das Crafting Terminal. Das Access Terminal, da brauchen wir nochmal das Storage Cell dafür. Ihr habt ja wohl eine der Waffel oder wie? Ah, gut. Nicht die letzte gewesen sein. Die letzte Waffel meinst du? Nein. Ich glaube ja nicht. Die letzte Storage Cell, die du. Ja, mit Sicherheit, ja. Bauen wirst. Aber zum Glück gibt es ja da demnächst Abhilfe. Das werden wir. So, da rein. Ich wollte das Ding nicht drehen. So. Da haben wir es. Ah, sehr schön. So. Dann. Storage Cell. Da. Da haben wir sie. Und jetzt brauchen wir das Crafting Terminal. Ah, wir haben alles zusammen. Entschuldigung. So. Das Crafting Terminal. Schwupp. So, das setzen wir jetzt einfach hier hin. Puff. Wo ist jetzt der Unterschied zu dem, was wir gerade eben gehabt haben? Das Crafting Terminal zeigt uns oben, wie das Access Terminal gerade eben, alles, was bei uns im Netzwerk ist. Momentan auf einer Disk, ein Item. Packen wir nochmal den Cobblestone mit rein. Check. So, wir sehen aber hier jetzt zusätzlich dieses Feld hier. Und der Vorteil von diesem Feld ist, hier kann man direkt die Sachen aus unserem Interface rausnehmen. Machen uns einen Furnace. Drücken Escape. Drücken nochmal drauf. Ist es immer noch alles drin? Wir können es problemlos wieder zurückpacken. Absolut kein Problem. Ja. Und dann kommen wir jetzt nochmal kurz zu dem Präformat. Aber dazu nehmen wir mal nochmal alles raus. So. Und nehmen hier mal die Storage-Einheit raus. So, wo packen wir denn den Präformat? Du bist hier der Mensch, der hier sagen soll, wo es hingehört. Außerdem hast du gesagt, das Ding ist wahrscheinlich auch wieder verkehrt, ne? Ja. Genau, dachte ich mir doch. So, Moment. Hast du es jetzt? Ich hab's. Ja, ne? Ach, du hast es. Okay. Ich denke mir schon, irgendwas stimmt hier nicht. So. Wir nehmen den Präformator. Stecken die Storage Engine rein. Storage. 4K Storage rein. So. Und jetzt können wir dem Ding einen Namen geben. Ich würde sagen, die erste nennen wir mal Ingots. Und da können wir jetzt dann sagen, wir wollen Electrum drin haben. Wir wollen Gold drin haben. Wir wollen Iron drin haben. Noch was? Soll es fürs Erste erstmal reichen. Format. So, und jetzt wissen wir, dass diese Ingots, wenn wir sie einfach irgendwo in unser System reinstecken, garantiert auf diese Storage-Einheit rauskommen. Ich drehe schon wieder hier. Na, komm. Dreh dich richtig rum. So. Okay, dann packen wir die da oben rein. So, natürlich sieht man jetzt den Effekt nicht so toll, das ist klar, weil wir haben momentan nur eine einzige Storage Cell drin. So, wenn ich das jetzt hier reinstecken würde, ich möchte den Cobblestone reinstecken und das geht nicht. Er weiß nämlich nicht, wohin damit. Weil diese Zelle da oben bereits belegt ist und nur das, was wir vorher präformatiert haben, überhaupt reinpasst. So. Was wir jetzt gleich offscreen machen werden, ist, wir werden uns noch ein paar, so 2, 3, 4 von diesen Storage-Modulen machen. So, ja, keine Ahnung wie viel, wir werden sehen. Einfach mal eine Handvoll. Werden die dann mal noch präformatieren und werden dann in der nächsten Folge noch uns etwas dazu bauen, was natürlich ganz, ganz wichtig ist. Und zwar, nein, das verraten wir nicht, oder? Nein, machen wir nicht. Nein. Nächste Folge. Weiter dran bleiben. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.